alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Die Regionalliga West, Spieltag 21. Und damit herzlich willkommen hier aus der Herkules Arena. Und da ist wieder Kieré. Riesenchance! Turnschau gegen Mika, der setzt sich durch. Marvin Mika! Mika! Eckball wieder auf den zweiten Pfosten. Zuda. Wieder gefährlich. Aber Lippstadt kann klären. Und auch da habe ich wieder Proteste wahrgenommen. Szene geht aber weiter. Zuda. Ball kommt rein. Riesending! Wird's! Und das Foulspiel. Was für eine Torchance! Von Kahn Marienborn, den muss er machen. Enzo Wirtz. Oh. Platzverweis für Kahn Marienborn. Was ist da passiert? Jetzt haben wir da auf einmal 10, 15 Spieler. Und die Ecke wird gebracht von Holtkamp. Kopfball wird ganz lang aufs Tor hinauf. Turnschau riecht nach Abseits. Fahne bleibt aber unten. Und das macht Daniel Hammel richtig klasse. Und da ist Kaiser, der neue Mann. Auf Matta. Henry Matta. Immer noch Matta, bringt den Ball rein. Spreckemeier, guter Ball auf Matta. Matta, Ball geht raus auf Hallbauer. Da wird es aber brandgefährlich vor dem Tor der Hausherren. Könnte was gehen für die Hausherren. Schelt. Bringt ihn scharf. Und da kann der Ball gerade noch geklärt werden. Bringt den Ball vom Tor weg. Ecke kommt gut und da ist es passiert. 1-0. Armin Pietrovic. Und somit die Führung in Unterzahl für die Gastgeber. Wir schauen drauf. Ecke, Mats Lukas Schelt. Kommt richtig gut und Pietrovic ist natürlich viel zu frei. Wird überhaupt nicht bedrängt bei diesem Kopfball. Und das ist eine seiner leichtesten Übungen. Vorne gespielt, das wäre sicherlich ein Kandidat. Hakim Traoré, auch jemand, der immer viel rumwirbelt. Und auch Wladimir Wagner, Neuzugang vom SC Verl, wäre ein Kandidat. Und während ich hier die Ersatzbank durchgehe, klingelt schon wieder 2-0. Wir schauen nochmal rauf. Langer Ball wird ganz unglücklich abgefälscht. Eigentor, keine Chance für Balkenhoff. Lee, da ist er direkt, der neue Mann. Traut sich was zu, der Schuss ist gut und geht nur ganz knapp übers Tor. Fischer, der Ball ist gut. Da ist Hallbauer. Auch der kommt gut, da wird's gefährlich. Und fast das Eigentor. Hallbauer bringt den Ball. Jendrusch muss eingreifen. Zuda auf Pazurek. Und der Ball ist gut, auf Krumm. Legt ihn vorbei an Spreckelmeier. Ist aber alleine gegen zwei. Findet trotzdem Daniel Hammel. Hammel. Immer noch Hammel. Mit Krumm, Doppelpass, Hammel! Ein überragendes Tor. Kevin Krumm und Daniel Hammel nehmen hier die Hintermannschaft des SV Lippstadt einmal auseinander. Und das ist die Entscheidung. 3-0 für den 1. FC Kahn Marienborn. Toller Doppelpass.
und mit dem linken Fuß schraubte den Ball in die Maschen. Daniel Hammel, klasse Tor. 8. Saisontor. Tor der Hausherren. Die kurze, schnelle Bewegung. Und das war's. Schiedsrichter Habibi pfeift ab und somit gewinnt der erste FC Kahn-Marienborn unterm Strich verdient mit 3:0 gegen den SV Lippstadt 08.